Rainer von Aktion Freistadt Angst. Es freut mich, dass wir hier dieses Interview machen können. Jetzt gibt es hier einige Fragen, weil ich bin jetzt ein außenstehender Mensch. Ich verstehe nicht viel von diesen ganzen Digitalisierungsthemen, die ja alle auf uns einprasseln. Es geht heute um die EPA. Das ist eine Abkürzung. Klein E, groß B, groß A, EPA. Was bedeutet das? Tja, die EPA ist die elektronische Patientenakte. Wer braucht die, wer hat die? Bisher noch keiner, glücklicherweise, aber sie kommt auf uns zu. Also das PDSG, was den Namen der EPA gar nicht enthält, sondern das Patientendatenschutzgesetz, das definiert eine EPA und die soll eben jeder dann bekommen ab nächstem Jahr. 2021, und eigentlich müsste man darüber ja mal informiert werden langsam. Aber es ist noch nichts angekommen. Also ich habe jetzt noch keinen Brief bekommen von der Krankenkasse. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das ja ein Angebot sein, das die Freiwilligkeit anbetrifft. Und ich bekomme das Angebot als Brief zugeschickt zu mir nach Hause. Habe ich das richtig verstanden? So sollte es eigentlich sein. Also im Patientendatenschutzgesetz steht in Paragraph 314 drin, dass eben die Gematik, was das ist, kommen wir gleich noch zu, oder die Krankenkasse, die kennt ja jeder, jeder hat eine Krankenkasse, die muss einen informieren, und zwar ab November, das ist jetzt seit einigen Tagen, und zwar umfassend, präzise und vollständig. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Wir haben gestern in einer Veranstaltung darüber diskutiert, und da hat eine Kollegin gesagt, dass eine Krankenkasse, gut, es ist eine sehr kleine Krankenkasse, eben der Meinung ist, es reicht, auf ihre Webseite eben eine Information zu stellen. Das heißt aber praktisch natürlich, dass kein Versicherter eben bis zum 1. Januar darüber informiert sein wird. Möglichkeit, dass sozusagen die Krankenkassen sagen, wir möchten nur online informieren und dadurch alle ihre Versicherten drängen, dass sie auch online gehen, also Computer benutzen, um diese Infos zu erhalten. Ja, das ist zu befürchten. Aber eigentlich, da steht im PLDSG auch drin, diese Information soll barrierefrei sein. Und ob der Anblick einer Webseite wirklich barrierefrei ist, darüber streiten die Experten, würde ich sagen. Rainer, dann ich aber doch jetzt ein bisschen weiterfragen, weil ich habe ja vieles noch gar nicht begriffen und weiß ja auch vieles nicht. Was soll denn die EPA jetzt sein? Ich meine, wofür brauche ich die denn eigentlich? Tja, also die Krankenkassen und das Gesundheitsministerium, insbesondere der Herr Spahn, sind davon überzeugt, dass das einen Nutzen für den Versicherten bringt. Also, und vor allen Dingen natürlich für die Kasse der Krankenkassen. Nämlich, dass Doppeluntersuchungen gespart werden und die Dokumente zwischen den Ärzten schneller hin und her geschickt werden können. Also Sachen, über die man natürlich reden kann. Aber also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, dass man jetzt sagt, ich bin beim Ohrenarzt, da wird eine Blutuntersuchung gemacht wegen irgendeiner Entzündung. Diese Untersuchung kann dann in die EPA rein, die Ergebnisse, und dann kann der Allgemeinarzt, wo ich dann später wieder hingehe, dann kann er automatisch sehen, ach so, der war ja dort beim Arzt und sieht die Ergebnisse. Ich muss also dann rein theoretisch, müsste ich dann nicht alles ausdrucken, mitnehmen, ja, also meine Patientenakte. Nee, die wären dann schon da, genau. Die wären schon da. Also jetzt ist es ja so, vielleicht wissen Sie das, vielleicht auch nicht, die Zuschauer, ich gehe zum Allgemeinmediziner, der gibt mir eine Überweisung, ich gehe mit der Überweisung zum Sondermediziner oder zum Spezialisten. Dort lasse ich mich untersuchen und die Ergebnisse muss ich mir mitnehmen und die dann zu meinem Allgemeinmediziner meistens wieder mitbringen, oder sie werden dahin geschickt, das ist manchmal auch, ist aber nicht oft. Und wenn ich die Ergebnisse jetzt nicht habe, das heißt, nehmen wir mal an, ich komme aus Berlin, dort bin ich wohnhaft, ich mache aber Urlaub unten in Bayern, gehe dort mal zum Arzt, dann habe ich ja die ganzen Akten nicht dabei.
dann könnte der Arzt aber dann darauf Zugriff nehmen, wenn es mir dann schlecht geht, wenn ich zum Arzt muss in Bayern. Ne? Habe ich das so richtig verstanden? Ich meine, jetzt ist es ja so. Das ist richtig, aber das ist teilweise ja jetzt auch schon so, weil die Ärzte ja untereinander eben auch elektronisch kommunizieren. Nur muss man dann dem Arzt eben in jedem einzelnen Fall eben sagen, du darfst es oder bitte schick das dahin, damit es bei dem eben dann vorrätig ist, wenn ich da bin. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist der einzige Nutzen, dass diese Doppeluntersuchungen gespart werden. Ich möchte mal kurz was dazu sagen, ob ich da jetzt richtig liege. Doppeluntersuchungen, ich nehme das ja immer mit, wenn ältere Menschen zum Arzt gehen, in der Familie, aber auch außerhalb, da wird dann überall ein Blutbild erstellt. Bei jedem Arzt, zu dem sie gehen, ist es manchmal alle 2 bis 3 Wochen, wird ein Blutbild erstellt, kleines oder großes. Das ist so häufig, dass ich mittlerweile merke, das sind ungefähr 4 bis 5 Blutbilder im Monat, die zusammenkommen. Habe ich auch schon gehört, ja, so eine Fälle gibt es. Gut, so eine Blutuntersuchung ist wahrscheinlich noch im Kostenrahmen, also... Welcher Vorteil wäre noch? Naja, dass die Ärzte eben dann automatisch miteinander elektronisch kommunizieren, dass man das eben nicht jedes Mal gestatten und einfordern kann oder muss, sondern dass es automatisch geht. Aber diese Automatik hat natürlich auch Gefahren, kommen wir ja gleich zu. Ja, da kommen wir gleich zu sprechen. Aber automatisch bedeutet auch, ich habe jetzt einen Medikamentenplan zum Beispiel und den muss ich nicht jedes Mal mitteilen, den kriegt automatisch der nächste Arzt. Der weiß das dann schon, was ich da alles an den Medikamenten nehme. Ja. Ja, und wenn ich zum Beispiel als Notfall eingeliefert werde, kann dann auch sozusagen der Notfallarzt sehen, ach so, das sind die und die Medikamente, da muss ich aufpassen und so weiter. Da muss ich jetzt nicht irgendwie noch das mitteilen. Das ist ja schon ein Problem manchmal in Notfallsituationen, richtig? Ja. So, also das sind ja durchaus wichtige Punkte. Wenn man jetzt sagt, ich als Versicherter möchte das tun, ich erkläre mich bereit, wie läuft das denn, wie findet das denn statt dann? Was passiert denn da genau? Wenn man also einmal zugestimmt hat, eben, dass man eine EPA haben möchte, dann muss diese gefüllt werden und das passiert in der Regel dann bei einem Arztbesuch, dass der eben dann einen darauf hinweist, dass er eben jetzt sämtliche Daten, die bei ihm über den Patienten vorliegen, da eben reinpacken wird. Und dann sind sie drin. Und jeder, der dann auf die EPA Zugriff hat, wird die auch lesen können. Ja, da muss ich nochmal ein bisschen nachfragen. Einfach, dass wir den Prozess mal ein bisschen genauer betrachten. Also ich bekomme diesen Brief. In dem Brief steht hier, Sie können eine EPA haben, nehmen Sie die, das ist ganz toll, das kann viele positive Dinge für Sie bedeuten und ich klicke da oder ich unterzeichne das, ich sage ja, ich möchte eine EPA, ich schicke das zurück, dann bin ich das nächste Mal beim Arzt und der Arzt sagt, ja, ich packe das jetzt mal in Ihre EPA-Akte und dann sage ich, was habe ich denn da noch alles in meiner EPA-Akte, irgendwann nach einem halben Jahr oder so, etliche Arztbesuche, kann ich das denn erstmal sehen als Kunde sozusagen? Da wird es dann leider kompliziert. Also im ersten Jahr, also 2021, wird das nicht möglich sein, sondern man muss immer dem Arzt sich auf den Schoß setzen und mit ihm zusammen das angucken. Das wird den Arzt nicht begeistern. Er kriegt für die Erstbefüllung, kriegt er irgendwie 16 Euro irgendwas und danach ist dann die EPA vorhanden. Und wenn jetzt jedes Mal der Patient fragt, was steht denn nun da drin, dann wird er das eben eine Zeit lang vielleicht mitmachen, aber irgendwann wird ihm die Hutschnur reißen. Aha, ich verstehe. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, kann ich das mal sehen. Dann müsste er dann den Bildschirm drehen und dann alles mit mir durchgehen. Das ist natürlich unmöglich. Mhm. Es gibt ja auch schon kaum Zeit für die Untersuchung. Da wird man jetzt nicht diese extra Zeit für die Fachbetrachtung einrechnen, oder? Das ist auf jeden Fall ist es dann keine ärztliche Leistung mehr. Nur diese Erstbefüllung, dafür gibt es für ihn was. Damit haben sie praktisch auch die Ärzte angefüttert, dass die ein Interesse daran haben. Aber wenn die dann existiert, dann ist es ja auch nicht so, dass es so bleiben soll, sondern für eine Phase 2, eben ab 2022, ist vorgesehen, dass der Patient auch selbst Zugriff haben kann auf die EPA, also auf seine EPA. Allerdings nur, wenn er ein Handy oder also ein Smartphone hat, ein internetfähiges Handy und nur mit dem Smartphone oder Tablet kann er auf die EPA zugreifen. Das heißt,
kein Smartphone habe oder kein Tablet, dann kann ich meine Patientenakte und meine Daten nicht einsehen? Nö, das war nicht vorgesehen. Das ist nicht besonders intelligent. Ich meine, Geräte können kaputt gehen. Man hat vielleicht auch keine Lust, die zu benutzen. Also das heißt, wenn ich als EPA-Besitzer auf meinen Besitz zugreifen möchte und meine Daten anschauen möchte, kann ich das nur via Handy und via Tablet. Ich meine, das klingt schon ein bisschen sehr locker, flockig. Ja, gibt es so eine zentrale Stelle? Ist das nicht angedacht, so eine zentrale Stelle? Oder dass ich sage, ich gehe zu meiner Krankenkasse, habe ich da ein Pool oder ein Computer, wo ich dann meine Akte einsehen könnte? Oder? So war es mal angedacht, aber im PDSG ist es jetzt eben nicht drin, weil die Krankenkassen sich geweigert haben, dafür Räume, PCs und Service zur Verfügung zu stellen, weil es ja auch logisch, wenn da jemand hinkommt, der eben mit Computern wenig Ahnung hat und dann in der EPA eben suchen und nach Begriffen oder so suchen soll und Kategorien anlegen soll, um das zu sortieren. Das geht nicht ohne Hilfestellung und das wollten sie sich nicht antun und insofern haben sie die Versicherten einfach allein gelassen und die müssen sich nun ein Handy anschaffen oder auf die EPA verzichten. Naja, eine Möglichkeit wäre ja auch zu sagen, die jetzt kein Handy haben, weil die müssten sich ja registrieren, das kann dann irgendwo zu sehen sein, dass die Person jetzt noch gar nicht auf ihre EPA zugreift. Vielleicht kann man ja einfach Daten zugeschickt bekommen, dass man sagt, ja okay, ich packe alles in die EPA, aber ich möchte dann jedes Mal, wenn etwas Neues eingestellt wird, das auch zu mir nach Hause geschickt bekommen, via Text, also als Brief. Wäre ja eigentlich möglich, kann ich trotzdem die Daten sammeln und sehe ja, wenn etwas Neues kommt. Ja, ist leider nicht vorgesehen. Dazu müssen wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, nämlich wer das alles verwaltet, also für die einzelnen Krankenkassen. Es gibt ja eben eine ganze Menge Krankenkassen und dahinter nicht oder da drüber steht praktisch eine neue Firma, die Gematik, ist also die Gesellschaft für Telematik. Und ihre Aufgabe ist das Betreiben einer Telematik-Infrastruktur. Das heißt also die Netze, wobei das Netz ist das Internet, aber darauf legen sie natürlich ein verschlüsseltes, also eben virtuell Private Networks, die eben von außen nicht einsehbar sind, um die Sicherheit eben der Daten zu garantieren, vielleicht nicht, aber zumindest möglichst zu schützen. Und und dann betreiben sie natürlich auch Server, wo diese Daten dann überall verbleiben. Und das machen sie wieder für die einzelnen Krankenversicherungen einzeln. Also die Techniker Krankenkasse zum Beispiel hat dann IBM beauftragt, eben die Serverwartung zu machen, aber die Server stehen dann im Telematiknetz. Also wo genau stehen denn die Server jetzt in Deutschland? Beispiel. Also Sie stehen zumindest schon mal in Deutschland. Hoffen wir, dass es so bleibt. Okay, hoffen wir, dass nicht über Amazon gemacht wird. Ja. Wir wissen ja, dass in manchen Fällen gewisse Daten über Amazon laufen, dann sozusagen ihre Daten verwaltet. Also Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn, ja. Es ist also angedacht, dass bei der EPA die Server in Deutschland stehen und sozusagen deutsches Recht ausschließlich gilt in dem Fall. Und dass der Versicherte mehr oder weniger eine Art von erschwerten Zugang hat, wenn er möchte. Ja, so habe ich das jetzt richtig verstanden. Ja, der Patient ist. Aber kann ich editieren, oder? Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, wenn mein, nehmen wir mal an, jemand ist beim Psychologen, hat da irgendwelche Gespräche geführt und irgendwelche Akten entstehen, dass ich dann im Nachhinein sagen kann, ich will das nicht da drin haben, ich will das löschen. Geht das denn? Das geht dann nicht gut. Bei psychologischen Daten gibt es eine gewisse Zugriffskontrolle, dass also der Zahnarzt die nicht unbedingt lesen kann, aber eben bei allen anderen Ärzten sind die Daten nicht gegeneinander geschützt. Das heißt also, was drin ist, können dann alle, die den Patienten behandeln, eben auch ansehen. Und aber das ist doch schon schwierig, oder? Das ist schon schwierig. Und nochmal einen Schritt zurück zu der Freiwilligkeit. Wie gesagt, der Versicherte hat also die Möglichkeit zu sagen, ich will das oder ich will es nicht. Also die
die Ärzte und Krankenkassen, die sind natürlich in der Telematikinfrastruktur und die müssen da auch drin sein. Die hat man in den Ja. letzten Jahren eben auch da reingeprügelt, indem man Sanktionen angedroht hat, wenn Ärzte sich nicht vernetzen wollten. Und künftig sind also sämtliche Krankenhäuser, alle Ärzte, niedergelassenen Ärzte und bald eben auch die Apotheken und Physiotherapeuten und sonst was in diesem Netz angeschlossen. Und wenn man diese Leute alle mal zusammenzählt, dann kommt man ungefähr auf 2 Millionen Menschen, die dann Zugriff zur Telematikinfrastruktur haben werden. Die können natürlich nicht alle meine Daten sehen, sondern nur, wer mich behandelt. Aber wenn ich eben von einem Krankenhaus zum anderen überwiesen werde oder so, dann können in diesen Krankenhäusern alle möglichen Leute darauf zugreifen. Alle möglichen, das heißt alle Pfleger oder das ganze Personal sozusagen. Die haben dann Gut, das PDSG unterscheidet eben zwischen den approbierten Ärzten und eben dem Pflegepersonal. Die werden dann Hilfskräfte genannt und die dürfen nur unter Aufsicht zugreifen. Aber wir wissen natürlich auch, wie es im Krankenhaus zugeht. Der Arzt wird sagen, schau mal schnell, mach mal schnell, trag mal dieses oder jenes ein. Und ja, dann muss das geschehen. Und die Richtig. Aufsicht ist auf jeden Fall dann nur eine von der Ferne. Ärzte oft, wenn es um Medikamente geht, mit pharmazeutischen Unternehmen zusammenarbeiten. Es ist auch sogar schon so, dass Ärzte wegen Werbung Daten verkaufen, dass sie bestimmte Werbemittel bekommen. Also da habe ich letztens einen Bericht gesehen im Fernsehen. Naja, also gibt es da eine Möglichkeit, dass Ärzte sozusagen die Daten nicht rausnehmen? Eigentlich, ich fange mal an der anderen Seite an, es ist eigentlich noch viel schlimmer, weil es gibt extra ein Kapitel im PDSG über Forschungsdaten. Das ist absichtlich gewollt, dass die Daten, die in den E-Pass der Menschen eben untergebracht sind, dass die auch für die Forschung genutzt werden. Dazu wird wieder das Einverständnis des Patienten benötigt, aber wenn er einmal zugestimmt hat, dann ist er verloren, weil dann sind die Daten zukünftig eben als Forschungsdaten freigegeben. Die bekommen dann ein Pseudonym, das heißt, es wird nicht sein Name mitgegeben, aber wir wissen ja alle eben, dass Pseudonyme eben auflösbar sind. Also wenn man eben genügend Krankendaten von dieser Person hat, dann kann man auch auf die Person schließen. Und Das ist ja schwierig. Also das heißt, ich kann beantragen, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ich kann sagen, ja, ich möchte meine Daten da drin haben, ich beantrage die Übertragung, kann aber nicht löschen, nicht einfach so, kann auch nicht so wirklich darauf Einblick nehmen, was da drin jetzt tatsächlich gespeichert wurde, von welchem Arzt, wann und so weiter. Das kann ich gar nicht so einfach anschauen, zumindest nicht im ersten Jahr. Und dann habe ich dann gleichzeitig direkt oder indirekt zugestimmt, zwecks der Erfassung für Forschung oder Weiterleitung zur Forschung. Ich meine, muss ich da anklicken, ja, ich möchte oder nein? gut, wie das Formular dann online aussehen wird, das wissen wir noch nicht, Ja, online oder eben im Brief. Es kann ja sein, dass das in diesen Briefen schon drinnen vermerkt ist. Und das Problem bei diesen Briefen ist Kleingedrucktes, ne? Also wenn man nicht anklicken oder an das Häkchen ausfüllen muss, kann es sein, dass es unten schon ausgefüllt ist. Das wissen wir ja jetzt gerade gar nicht. Oder wissen wir das, ob das eine Freiwilligkeit hat oder nicht? Na gut, es steht immer freiwillig drüber, aber wie es dann praktisch realisiert wird, ist noch die nächste Frage. Es kann ja auch so sein, dass man mit dem Brief, wo drin steht, Sie können eine EPA haben, zum Arzt geht und dann dem Arzt sagt, ja, finde ich ja toll, möchte ich gerne haben, mit dem Arzt zusammen das ausfüllt und dann macht der die Erstbefüllung und dann existiert die EPA. Wir wissen jetzt also noch nicht genau, wie das sein wird, ob da wirklich draufsteht, Sie müssen explizit zustimmen für eine Weitergabe zwecks Forschung oder nicht. Das wissen wir jetzt gar nicht, oder? Also laut Patientendatenschutzgesetz muss die Einwilligung wieder freiwillig und konkret und sonst was aussehen. Wie sie Okay, das praktisch heißt. dann aussehen wird auf dem Formular, werden wir erst im Januar sehen. Na, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es dann ein Häkchen online zu setzen, das muss ich anklicken.
Oder eben der Arzt muss es mir mitteilen oder ich muss es auf dem Formular selber lesen und mit einem Kreuzchen sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich ja dann darauf achten. Das heißt, ich muss wirklich alles. Ja, wenn man da nicht aufpasst, dann hat man eventuell seine Daten eben freigegeben, ohne das zu wollen. Das meine ich. Das ist eine ziemlich große Entscheidung, die mit einem Satz wahrscheinlich verkündet sein wird, der ganz leicht nebenher in Kleingedruckten stehen könnte und den ich als Mensch, der sowieso belastet ist, der vielleicht krank ist, der vielleicht gar nicht in der Situation ist, das wirklich zu begreifen, mal eben schnell begreifen soll. Das, dieses Problem hat ja, dieses Problem hat der Bundesdatenschutzbeauftragte, der Herr Kelber, eben auch schon gesehen und hat darauf hingewiesen, dass eben einfach so ein Häkchen, so ein Klick eben, ich bin damit einverstanden, eben nicht die Anforderungen erfüllt, die eben nach Datenschutzgrundverordnung für in ganz Europa gilt, für eine Einwilligung, weil das eben wirklich eine umfassende Einwilligung ist, aus der man ja nicht wieder zurückkommt. Ja, genau. Also ich vermute, allein schon deswegen wird es dort nochmal eine Nachbesserung geben müssen. Das ist ja oft so, dass Ideen umgesetzt werden, dann falsch umgesetzt werden oder nicht ausreichend und dass sie dann nachgebessert werden müssen. Ich möchte kurz erinnern, woher kennen wir das in puncto Gesundheitskarte? Ja, wir werden... War das die Gesundheitskarte, wo so unglaublich lange gedauert hatte und letztendlich nicht wirklich was da rausgekommen ist? Naja, praktisch ist die EPA ja jetzt der Ausfluss aus dem ganzen Misserfolg der Gesundheitskarte. Die Gesundheitskarte macht jetzt nichts anderes, als dass sie den Schlüssel trägt, mit dem man an die Daten rankommt. Und eventuell stehen eben noch die Notfalldaten eben auf der Gesundheitskarte, wenn man das möchte. Also eigentlich würde es doch ausreichen, wenn ich als Versicherter sage, gut, ich möchte auf der Gesundheitskarte noch meine Medikamentierung gespeichert haben und meine super wichtigen Spezialdaten, zwecks Notfall oder so. Wäre das nicht genügend? Ich meine, die kann man ja überall ablesen, diese Gesundheitskarte, oder? Auch dafür werden die Milliarden, die da reingeflossen sind, nicht sinnvoll angelegt, aber es ist zumindest ein sinnvoller Gebrauch, während eben die Gefahren, die jetzt auf uns zukommen, die sind eben riesig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man möchte doch verdienen mit den Daten und die zur Forschung freigeben. Es kostet ja Geld, man bekommt ja was dafür oft von den Privatunternehmen, die dort forschen. Das scheint so ein bisschen ein Hintergrund zu sein für diesen Riesenaufwand, der da nicht wirklich so sehr viel Positives bringen könnte. Wobei wir jetzt nicht vergessen dürfen, es gibt ja viele Notfallpatienten, die davon profitieren können in ihrer Notfallsituation. Also da will man ja, man kann ja nicht sagen, das ist alles schlecht, aber die Umsetzung scheint ja doch sehr problematisch sich zu gestalten. Nochmal die Nachfrage, wer alles soll denn untereinander jetzt vernetzt sein? Also diese Telematik-Infrastruktur. Das sind jetzt bereits die Ärzte und Krankenhäuser und da kommen dann dazu demnächst die Apotheken. Und im weiteren Schritt dann eben auch Physiotherapeuten, Pflege, alle Nachbehandlungen, die ein Patient eben irgendwann mal hinter sich bringen muss, die sollen eben auch ihre Daten da einspeisen können. Dient natürlich auch Abrechnungszwecken mit der Krankenkasse, weil das wird natürlich alles eben damit auch zusammengefasst. Das ist ganz schön viel. Also nur mal das so ein bisschen vergegenwärtige, da sind jetzt so viele Menschen im Pflegebereich tätig, im medizinischen Bereich tätig und die sollen jetzt alle relativ einfach diese Daten betrachten dürfen und solche sensible Informationen sehen können, die sie vielleicht gar nicht brauchen zu sehen. Ja? Das ist eben das Problem mit der Annahme eben, dass immer ein Arzt hinter diesen Behandlern oder also Krankenschwestern, Pflegekräften oder so steht, der sie anweist, etwas zu tun oder zu lassen. Und in der Regel ist es natürlich so, dass die eben alleine tätig sind und auch den Zugriff alleine dann haben und eben niemand kontrolliert, was sie mit den Daten machen.
Und wir kennen ja aus anderen, also aus Polizeidatenbanken eben das Problem, dass einfach Daten eben daraus genommen werden und eben für private Zwecke oder für politische Zwecke verwendet werden. Und das wäre natürlich auch hier möglich. Also gut, was heißt, das ist eigentlich nicht gut, aber es gibt da ein ganz großes Missbrauchspotenzial, so kann man das vielleicht erstmal nennen. Gut, das Und ist natürlich krimineller Missbrauch. Da müssen wir uns auch drüber im Klaren werden. Aber die Sicherheit reicht eben nicht aus, das zu verhindern. also du hast ja kurz die technische Sicherheit angesprochen. Ich will gar nicht, dass wir so sehr darauf eingehen, weil das ist sehr technisch. Aber gibt es denn, wenn du jetzt als Fachperson sagen müsstest, ist das denn technisch sicher? Es hat einen sehr hohen Anspruch und ist irgendwie ein doppelt verschlüsseltes Verfahren. Aber der Versicherte bekommt seinen Schlüssel gar nicht. Der Schlüssel bleibt im Besitz der Gematik. Und ja, das ist ein seltsames Verfahren, weil eigentlich geht man immer davon aus, dass eben der Besitzer der Daten auch der Herr über den Schlüssel ist. Das ist hier nicht so vorgesehen. So, das heißt, es ist zwar recht sicher, was die Verschlüsselung angeht, dass man jetzt als Hacker nicht anonym Daten stehlen könnte, rein theoretisch, aber als Versicherter kann ich ebenfalls nicht meine Daten einsehen. Ich selber kann es, wenn ich eben ein Smartphone oder Tablet benutze im Jahr 2022, dann kann ich auch darauf zugreifen, weil dann wird eben dieser. Bekomme ich den Schlüssel oder wie? Naja, es soll die PIN auf der elektronischen Gesundheitskarte soll ein Zugang zu dem Schlüssel sein. Aber man hat nie selber den Schlüssel in der Hand oder kann ihn für andere sperren, sondern der Schlüssel gehört der Gematik. Also die haben sozusagen, die gestalten den Schlüssel, so könnte man das sagen, ja. Also ich selber kann kein eigenes Passwort setzen, sondern ich bekomme eins gesagt sozusagen und das muss ich dann nutzen. Ein bisschen wie bei der Bankkarte. Ja. Ist das so vergleichbar, ja? Ich habe ja also so einen Bankkartenpin, den kann ich ja auch nicht selber gestalten. Da muss ich ja auch den nehmen, den man mir zuteilt. Gut, ich kann meine Bankkarte natürlich durchschneiden, dann ist der Schlüssel vernichtet und das geht hier nicht. Aber ich kann ihn nicht wechseln selber. Ich muss dann zur Bank sagen, ich möchte eine neue Karte mit einer neuen PIN. Das kriege ich dann Ja. auch, aber die PIN kann ich mir nicht aussuchen, richtig? Es ist dann kein. Also ob man die PIN auf der elektronischen Gesundheitskarte ändern kann, das weiß ich nicht. Aber das wäre auch, das ist ja nur praktisch der Overhead. Also man ändert damit den Schlüssel nicht. Also die Daten sind von anderen zugreifbar, ob ich die PIN ändere oder nicht. Also das. Es ist ja diese komplexen technischen Inhalte, da muss man auch nicht alles verstehen. Ich habe ja schon so ein gewisses Grundvertrauen in diese ganzen Telematikstruktur, dass sie jetzt von außen nicht so angreifbar ist, nicht so ganz so leicht ausspähbar. Da habe ich ja schon ein gewisses Grundvertrauen als unwissender Mensch. Aber was mir wirklich sehr negativ auffällt, ist, dass ich zu wenig Selbstbestimmung habe über meine Daten. Das finde ich sehr problematisch. Praktisch keine mehr, nachdem man einmal gesagt hat, die Akte soll angelegt werden. Okay. Rainer, du bist ja jemand vom Sicherheitsfach in puncto Datensicherheit oder eben Datenschutz. Mal ganz unabhängig vom Datenschutz, der ja auch eine Rolle spielt. Wo siehst du denn da Punkte, wo dir nicht so ganz wohl ist? Oder würdest du das empfehlen, diese ganze Akte? Oder würdest du es nicht? Was denkst du? Also ich kann es nicht empfehlen. Das ist einfach ein Gesetz, was auch noch im Titel eben Datenschutz, also Patientendatenschutzgesetz drin hat und wo dann eben drin steht, hier gibst du deine Rechte ab, dort gibst du deine Rechte ab und hier kannst du nicht zugreifen und dann, wenn du da zugreifen willst, dann musst du dieses oder jenes kaufen. Das kommt mir vor wie auf dem Basar, aber nicht wie ein Datenschutzgesetz. Also richtig Mogelpackung. Also wenn man einmal die EPA beantragt hat, dann ist aus mit der Datenhoheit. Die Daten sind dann in dem Netz und ich kann sie nicht mehr einfangen. Also dann ist der Datenschutz sozusagen abgegeben an den Inhaber, an den neuen Inhaber der Daten. Da habe ich ja gar nichts damit zu tun.
tun. Ich kann ja dann weder verwalten, noch sicherstellen, noch irgendwie eingreifen. Das heißt, ich bin rausgenommen aus dem Datenschutz. Ja, es gibt einen Paragraphen, wo drin steht, ich kann die EPA, meine EPA auch löschen. Das wäre immerhin sehr schön, das heißt, es gäbe einen Ausstieg. Allerdings ist dieser Ausstieg gepflastert mit ganz vielen Widerhaken. Da gibt es zum Beispiel Abrechnungsvorschriften eben vom Finanzamt und von den Krankenkassen, wie lange die eben Gesundheitsdatenabrechnungen aufheben müssen. Das heißt, wenn ich sage, soll gelöscht werden, sagen die nein, nicht in den nächsten 15 Jahren. Die Ärzte haben natürlich auch ein Recht an verschiedenen Behandlungen, oder nicht den Behandlungen, sondern der Dokumentation der Behandlung, die sie durchgeführt haben. Und da gibt es auch Vorschriften, dass sie die so und so viele Jahre aufheben müssen. Und das heißt also, mein Wunsch nach Löschung der EPA wird einfach in den nächsten 10, 15 Jahren gar nicht erfüllt, weil eben irgendwelche Aufbewahrungsfristen eingehalten werden müssen. Und damit ist das eigentlich Humbug. Äußerst problematisch, ja. Solche Fristen gibt es natürlich jetzt auch gegenüber dem Arzt oder gegenüber der Krankenkasse. Aber da habe ich das Wissen über die Aufbewahrungsfristen eben zu dem Einzelnen und kann es ungefähr beurteilen. Während wenn das eben so verschmiert in der EPA rumliegt und dann kann eben diese oder jene Stelle plötzlich sagen, nee, Aufbewahrungsrechte, das darf jetzt nicht gelöscht werden. Das heißt, ich habe keinen Überblick mehr darüber. Also das Argument, ich könnte die auch löschen, ist eigentlich... es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt. Wenn ich der Nutzung von Forschung als Forschungsdaten zugestimmt habe, dann sind die Daten natürlich weg. Die sind dann bei den Forschungsinstituten oder Firmen, Unternehmen und die kriege ich natürlich nie zurück. Ja, da kann ich dann gar nicht mehr aussuchen. Mhm. Also rückwirkend kann ich da nichts löschen. Mhm. Das ist tatsächlich so, also einmal Forschung freigegeben, dann ist es weg. Ja. Da heute schon so. Gut. Und das andere, was mich an der EPA eben stört, ist der Zwang zu Smartphone und Tablet. Und dann noch mit der Frist eben ab 22. Das heißt, ein Jahr lang habe ich überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Und danach habe ich nur eben die Ahnung, wenn ich mich mit diesen Geräten beschäftigen möchte. Und das möchte ich ja vielleicht gar nicht. Also ich vermute tatsächlich, das ist eine Vermutung, aber ich glaube nicht, dass diese EPA so eingeführt wird mit dem zeitlichen Plan wie gewünscht, weil es da so viele Fragen noch gibt, die nicht geklärt sind, was Datenschutz angeht und so weiter, Verwaltung auch angeht. Allein die Tatsache, dass ich keinen Zugriff habe darauf, auf diese Speicherung von meinen eigenen Daten, ist ja schon ein Problem. Es ist ja... Datenschutzrecht. Hm. Also da kann es doch sein, dass das 2021 so als Test erdacht ist, aber dass das gar nicht, kann es sein, dass das gar nicht eingeführt werden kann aufgrund dieser ganzen... Es wird sicher auch noch beliebiges schief gehen. Das ist ja das Übliche bei neuen Projekten. Aber ja. es werden eben einige, sagen wir mal 10.000 Leute, werden eben da mitmachen. Und die sind dann erstmal drauf reingefallen. Wird sich nicht vermeiden lassen. Was ich mich jetzt frage, ist, es gibt noch eine ganz wichtige Sache. Wenn ich jetzt keinen Brief zu Hause bekomme, wenn ich jetzt erst beim Arzt darüber informiert werde, dass die Krankenkassen sagen, okay, wir machen das jetzt so, wir lassen die Ärzte diese Informationen, dann, wenn man als nächstes beim Arzt ist, dass man dann automatisch informiert wird erstmal darüber, ne? Dass man dort beim Arzt hört, ja, Sie können übrigens jetzt eine EPA, wollen Sie denn das? Ne? Könnte denn der Arzt das so machen, dass er sagt, ich informiere, ich frage nicht? Also dass er einen Zettel austeilt, wie wir das ja jetzt schon beim Datenschutz ja. Wo man sozusagen automatisch ankreuzen muss, ich stimme zu, Häkchen und Unterschrift, dass man gar nicht richtig informiert wird durch den Arzt, sondern nur schriftlich auf dem A4-Blatt, übrigens EPA und sie stimmt damit zu, Datenweitergabe, Zweckforschung und sie stimmt damit zu, Speicherung. Und unterscheiden Sie, dass man gar keine Wahl hat, oder dass man sich zumindest so fühlt, als hätte man keine Wahl? Ja, das ist ganz toll, dass du darauf gekommen bist, weil wir haben genau darüber eben auch gestern in einer anderen Runde gesprochen.
Das Projekt heißt KIM, KIM, dass Ärzte eben Einwilligungserklärungen an die Patienten vergeben, dass die Patienten einwilligen, dass die Ärzte untereinander elektronisch über ihre Gesundheit kommunizieren. Das ist unabhängig von der Patientenakte, sondern ist einfach praktisch ein Vorläufer, der jetzt eigentlich gleichzeitig kommt. Und das ist eben so, dass Patienten genau wie die übliche Einwilligung zum Datenschutz, die man unterschreiben muss, einfach so ein Zettel einem vorgelegt wird beim Arztbesuch. Und wenn man sich dann weigert, eben der große Aufstand eben in der Praxis beginnt, dass dann können wir Ihre Daten nicht bearbeiten und das wäre nicht möglich und Sie müssen das aber machen. Und damit ist natürlich die Freiwilligkeit völlig wieder im Eimer. Aber es ist genau das Gleiche. Das kann eben durchaus passieren, dass eben egal ob die Krankenkassen jetzt darüber informieren oder nicht, dass in einem halben Jahr eben irgendwelche Ärzte eben wieder gelockt durch diese 16 Euro, die sie da bekommen, eben einfach den Wunsch haben, mach doch mal eine EPA für die Leute und leg denen einfach so einen Zettel vor. Und dann könnte das passieren. Was ich ja jetzt schon sehe, es ist, dass man sehr viele Zettel ausfüllt beim Arzt. Ich kenne einen davon, ist das eine einwilligende Datenweitergabe, wo mein Arzt sagt, dass er mit den anderen Ärzten innerhalb seiner Praxis, es sind ja manchmal mehrere Ärzte Ja. in einem Ärztezentrum oder so, kommunizieren darf. Das muss ich auch dann halt unterzeichnen. Und da frage ich mich auch jedes Mal, welche Ärzte sind denn da jetzt gemeint? Ne? Es ist ja nie so, dass eine Liste dasteht, wer gehört denn dazu? Das steht ja nie richtig da, sondern das ist nur so ein Allgemeinbegriff. Muss ich denn solche Einwilligungen, wie ist das bei den Gesetzesfragen? Ich meine, wo kann ich mich darüber informieren? Am besten beim Datenschutzbeauftragten, der eben dafür diesen Bereich zuständig ist. In der Regel führt es natürlich als erstes mal dazu, dass man eben von der Behandlung ausgeschlossen wird. Und das ist ja auch ein Problem mit dem Foto auf der Gesundheitskarte. Das hatten wir ja vor ein paar Jahren eben, dass eben viele Leute eben das nicht gut fanden, dass ihr Foto eben von irgendwelchen Stellen bearbeitet wird und da auf die Karte gepresst wird. Dann eben gesagt haben, sie möchten ohne elektronische Gesundheitskarte behandelt werden und viele Arztpraxen sich da eben weigern. Wobei eigentlich als Arzt, der verpflichtet ist, eben dem Wohl der Patienten zu dienen, eben das ein Ja. Unding ist, dass der eine Behandlung verweigert. Also Also darf er ja nicht, also rein rechtlich, ich habe ja da auch schon mal meine Versicherung nachgefragt, ist das tatsächlich unterlassene Hilfeleistung? Es ist, also eine fehlende Karte ist ein Grund für eine Ablehnung für eine Behandlung, da ja das tatsächlich immer nachgeholt werden kann. Ne? Es ist aber so, dass die Ärzte versuchen, sich den ganzen Bürokratiequatsch eben zu ersparen und deswegen einfach die Patienten für alles verantwortlich machen. Und dann kann es passieren, beziehungsweise in diesem Fall jetzt auch mit der EPA. Ich gehe krank zum Arzt. Nur mal als Beispiel. Ich habe Kopfschmerzen, mir ist übel. Ich gehe krank zum Arzt und soll jetzt irgendeine EPA-Zettel unterzeichnen. Kann das passieren vielleicht? Ja, wir können es nicht ausschließen. Also es wäre auf jeden Fall eben wirklich das Gegenteil von freiwilliger Entscheidung und bewusster Entscheidung. Und ja, und die Information war sicher vorher auch nicht umfassend, sie war nicht präzise und also es stehen drei Begriffe da drin im Patientendatenschutzgesetz, die eben verlangt werden von der Einwilligung. Und wenn das unter solchen Umständen passiert, dann ist eigentlich keins dieser Kriterien erfüllt. Ja, okay. Also müssen wir noch weiter genau darauf achten, wie das jetzt abläuft, richtig? Da muss man ja sowieso erstmal gucken, was jetzt an Informationsschritten kommt und dann eben gucken, wie die Praxis eben wirklich dann im neuen Jahr sein wird. Na, dann sollten wir aber noch ein paar Interviews dazu durchführen. Ich bin ja schon wachsam. Was kriege ich denn für Unterlagen geschickt? Und was will der Arzt? Ich gehe freiwillig nicht oft zum Arzt. Ich muss zum Glück auch nicht. Ich hoffe, das bleibt so.
Sie auch, liebe Zuschauer, ich hoffe auch, dass Sie nicht zum Arzt müssen. Aber für die, die zum Arzt müssen, muss man schon sagen, die müssen wachsam sein jetzt, was sie da unterzeichnen. Also wenn jetzt ich sage, als Patient, ich möchte dieses EPA nicht, ich brauche keine Akte, ich möchte diese Akte nicht, dann muss das der Arzt akzeptieren und darf mir dann die Behandlung auch nicht abschlagen, richtig? Das in jedem Fall, das ist richtig. Also da, man darf dadurch keine Nachteile haben. Das Problem, dann kriegt er die 16 Euro nicht und er hat eben eventuell mehr Aufwand, weil er irgendwelche Sachen eben trotzdem einscannen muss und einem anderen Arzt schicken muss oder faxen oder wie auch immer. Und na, wie immer eigentlich. Ja, wie, eigentlich so wie immer, aber er möchte natürlich seinen Aufwand auch minimieren. Das ja. ist sein gutes Recht, es darf nur nicht zulasten des Patienten. Ja. Es kann schon ein rauer Tonfall kommen. Also das heißt, ich muss schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn der Arzt anfängt, ein bisschen mich zu bedrängen oder zu sagen, das ist aber gut, gerade in Ihrem Fall sollten Sie das machen, dann müsste ich schon so ein bisschen das Wissen haben, dass ich das wirklich gar nicht will. Und dass ich das auch jederzeit machen kann, wenn ich will. Ja. Das heißt, ich kann sagen, als Patient kann ich sagen, nee, jetzt gerade bin ich nicht in der Lage, das zu entscheiden. Mache ich ein andermal? Das kann ich ja sagen, richtig? Na, ich kann auf jeden Fall erstmal sagen, 2021 kommt überhaupt nicht in Frage, weil ich selbst ja gar keinen Einblick mehr da drin habe. 2022 können wir nochmal drüber reden. Wenn ich eben Smartphone-Besitzer bin und damit gerne rumspiele, dann vielleicht. Aber gut, die andere Frage ist, das sind ja noch nicht alle negativer, die es so gibt. Wir haben ja, bisher gibt es eben alle Akten auch irgendwo auf Papier in den Aktenschränken der Ärzte oder Krankenhäusern. Wenn wir jetzt mal von einem Stromausfall reden, dann ist die ganze Gematik-Infrastruktur weg. Wie sieht es dann mit der Behandlung aus? Sind meine ganzen Daten dann im Eimer oder gibt es noch irgendwo Papierakten? Also man... Und dann ist die Frage, ob dieses Doppeln eben überhaupt sinnvoll ist. Ja, ich meine, das ist ja in allen Digitalisierungen, in allen Bereichen der Fall, in allen Themen der Digitalisierung haben wir diese Frage, was ist denn, wenn es einen Stromausfall gibt? Wo ist denn dann eine Sicherung? Oder habe ich noch Papierdokumente? Ich gehe davon aus, dass immer auch alles als Papierdokument irgendwo gespeichert wird. Dass es sozusagen durchaus eine innere Vorgabe gibt, bei Ärzten oder selbst auch bei der Gematik-Zentralstelle wird irgendwo eine Akte angelegt, Papier, und dann wird das da reingetan. Die wollen nicht mit Akten handeln, die machen nur EDV. Also bei der Gematik sicher nicht, vielleicht bei der Krankenkasse, wenn es für Abrechnungszwecke notwendig ist und beim Arzt hoffentlich auf jeden Fall noch, weil der eben das... Auch noch 15 Jahre lang oder so. Also eigentlich ist der Arzt die Stelle, wo ich an meine Akten komme. Es ist sehr interessant, wenn ich jetzt beantrage, ich habe da mal ausgeholfen bei den Anträgen zwecks Frührente, also diese Frührente wegen, wie heißt das nochmal, wegen Krankheit. Dabei ist mir aufgefallen, dass man immer eine Liste von seinen Ärzten mitbringen muss, also man muss das wissen, so, bei welchen Ärzten war man überall und dort muss man tatsächlich die ganzen Akten einfordern, dass sozusagen über diese Frührente entschieden werden kann und so weiter und so fort. Aber das ist ein Teil dieses Pakets, das ich ja da schon haben müsste. So eine Art, meine eigenen Aktenschränke müsste ich eigentlich ordentlich pflegen als Patient und diese ganzen Papiere wirklich sammeln. Ja, das ist die Frage, ob man das getan hat. Aber auf jeden Fall sollte das bei den Ärzten dann eben noch vorhanden sein. Gut, jetzt hätte man vielleicht damit wieder einen kleinen Vorteil der EPA, dass man wirklich eben sich mit einem Ausdruck dann eben das alles beschaffen kann, weil das da drin ja dann alles da ist. Aber das kann man ja auch anfordern. Man sollte doch das auch anfordern können. Oder wie soll ich sagen, man sollte automatisch sowas geschickt bekommen, finde ich. Das wäre eine Mindestsache, die man wenigstens als Vorteil hätte, dass man selber wenigstens das Papier hätte, was man lesen kann. Naja, wenn man diesen Smartphone-Zugriff irgendwann mal realisiert hat, die Gematik weiß wahrscheinlich selber auch noch nicht, wie der genau aussehen wird, weil das Zeug wird ja alles nur erst noch programmiert, dann gibt es natürlich da die Möglichkeit, seine eigenen Akten zu sehen, zu sortieren,
nach irgendwelchen Kriterien, also für die Frührente oder für irgendeinen anderen Zweck, zu sortieren und zu sagen, das möchte ich jetzt runterladen und dann muss man es selber ausdrucken. Das wäre dann möglich. Aber Aber ist das ein bisschen zu viel? Also, da musste ich nochmal nachfragen, beinahe. Ich habe doch gar kein Interesse daran, diesen Verwaltungsaufwand selbst zu treiben. Entschuldigung, ja, das ist, ja. machen. Ich meine, Ja. das kostet doch normalerweise Geld, wenn ich jetzt jemanden mir suche, weil mir das zu anstrengend ist, im Handy mit meinen Fingern herumzusuchen und zu wischen, um winzig kleine Häkchen anzuklicken und das Ganze zu verstehen. Das ist ja ein Lernprozess auch noch. Wenn ich jetzt jemanden beauftragen müsste, dass der das macht, ist wie eine Steuererklärung. Ich habe ja auch einen Steuerberater, den bezahle ich ja dafür, dass er meine Steuererklärung macht, weil mir das zu aufwendig ist, müsste ich ja eigentlich dann auch dieses Personal in Rechnung stellen, jemandem. Das ist wahrscheinlich Das macht genau das, was der Herr Spahn eben praktisch im Hinterkopf hat, dass er das alles auf uns ablädt und dass wir diese Arbeit eben selber tun. Genau wie wir eben bei den Banküberweisungen, die alle jetzt schön immer selber eintippen in das Formular, anstatt eben unseren Beleg einfach bei der Bank abzugeben und da muss es jemand eintippen. Das, Aber es geht doch immer noch mit dem Beleg abgeben. ja, und gut, wenn man keine EBA nimmt, dann geht das ja hier auch noch Ja, händisch. Ich genau. möchte Also noch wenn mal ich, auf einen Punkt kommen. Wir hatten ja gerade gesagt, wenn man denn da reingucken kann, dann kann man da alles sehen. Die Frage ist, wir sind ja eigentlich ein Datenschutzverein, der sich eben auch gegen staatliche Überwachung wendet. Das gibt eben auch noch die Gefahr, dass die Sicherheitsbehörden natürlich auf Gesundheitsdaten zugreifen können. Was auch immer sie dann damit machen wollen, um, weiß ich, jemanden zu diskreditieren oder jemanden anzuwerben als V-Mann oder sonst irgendwas, wenn es psychologische Daten sind. Ärzte haben ja sehr normalerweise. weit gedacht, das ist sehr weit gedacht. Aber du hast natürlich recht, das ist auch eine Gefahr. Das ist eine sehr reale Gefahr, weil eben Ärzte haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Und es gibt in Arztpraxen auch ein Beschlagnahmeverbot. Das heißt, die Polizei kann da nicht einfach eindringen und Gesundheitsakten beschlagnahmen. Kennt man ja aus ganz vielen Krimis, dass der Arzt immer sagt, nee, da brauchen Sie erst einen Beschluss, Gerichtsbeschluss, bevor ich Ihnen was über die Krankheit von den Menschen sage. Und wenn man aber eben als Sicherheitsbehörde da einfach eindringen kann und reingucken kann, dann ist das eben plötzlich ja, ad absurdum geführt. Sollen denn die Sicherheitsbehörden diese Möglichkeit bekommen? Ja, bisher noch nicht, aber wir kennen ja die Salamitaktik eben, sei es bei allen möglichen Sicherheitsgesetzen, das kann für Schritt einfach weitergehen. Oder Ja. die nehmen sich eben, also die kaufen sich einen V-Mann, der eben als Pfleger in irgendeinem Heim arbeitet, wo eben der Zugriff möglich ist. Und dann haben sie die Daten. Das heißt, dieses Zeugnisverweigerungsrecht, oder sie zwingen den Pfleger, die Daten freizugeben, weil der hat nämlich kein Zeugnisverweigerungsrecht. Okay. Das gilt nur Der für Pfleger, also Abrupt. der Pfleger muss die Daten weitergeben, der Arzt aber nicht, ja? Der Arzt nicht, der hat ein Zeugnisverweigerungsrecht, heißt es. Und das gilt eben nur für approbierte Ärzte. Das heißt also alle, weiß ich, Angestellte bei den Krankenkassen oder eben Pfleger, Hilfskräfte und so, für die gilt das nicht. Die sind verpflichtet, dann eben eine Aussage zu machen oder eben ein Datum herauszugeben. Sowas wissen die Menschen auch nicht unbedingt. Das sind so interessante Informationen, die man jetzt hier noch zusätzlich bekommt von dir. Gut, Ja, ich das muss ist natürlich, das sind sicher nicht die Massenfälle, die auftreten werden, aber eben es ist ein möglicher Missbrauchsfall, der eben uns doch sehr beunruhigt, oder auch beunruhigt. Ich meine, es kann doch sein, dass da noch einiges zu klären ist, bevor das überhaupt wirksam wird. Leider hast du vollkommen recht, es ist eben ganz viel noch unklar und das Patientendatenschutzgesetz sagt da eben immer nur Allgemeines und wenn man dann in diese Spezifikation der Gematik reinguckt, dann steht da immer eben, wird noch gemacht, kommt demnächst und muss noch programmiert werden und keiner weiß was Genaues. Also nur die Sachen, ja, über die wir gesprochen haben, die sind klar, aber alles andere, wie es dann wirklich sein wird,
Und es wird sicher irgendwann Verbesserungen geben müssen, weil eben Verschiedenes gar nicht funktioniert oder nicht so, wie die sich das vorgestellt haben. Aber nichtsdestotrotz wird es in Betrieb gehen, weil das. Aber wenn ich jetzt mir dieses Verfahren anschaue, Rainer, also das ist ein Punkt, der mich ja wieder so ein bisschen erinnert an die Vergangenheit, wo es viele, viele Jahrzehnte gedauert hat, bis die ersten digitalen Schritte gemacht werden konnten. Die waren dann auch recht gut, was die Sicherheit und die Nutzung angeht. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel bei der Patientenkarte, also nicht Patienten, sondern bei dieser, wie heißt das? Gesundheitskarte, ja. Gesundheitskarte, wurde ja alles, was vorher geplant war, quasi weggestrichen. Erst dann konnte die überhaupt etabliert werden, unter den super abgespeckten Versionen sozusagen, die auch durchgeht gerichtlich sozusagen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, diese ganzen Ideen und Wünsche, die man ja zur EPA hat seitens der Regierung, und die Hälfte ist noch gar nicht fertig, es ist noch völlig unklar, dann ist datenschutzrechtlich sehr viel noch völlig unklar und auch nicht korrekt. Wenn man das jetzt noch mal klären würde, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass die in Betrieb geht, total gering. In einen Betrieb gehen wird sie, weil das Gesetz existiert. Ob es funktionieren wird, ist die nächste Frage. Ich weiß leider nicht, ob es inzwischen eben eine Klage, also Klagen gegen das Patientendatenschutzgesetz gibt, wobei das wahrscheinlich, Das würde mich auch aber es wird natürlich im Augenblick ist es wahrscheinlich schwierig, dagegen zu klagen, weil die Formulierungen sind ja eigentlich ja, theoretisch patientenfreundlich, nur die Praxis wird es dann nicht sein. Und das ist die Frage, im Augenblick, man muss erstmal einen Fall haben, gegen den man eben dann vorgehen kann. Und den gibt es halt noch nicht. Aber Aber ich dann. vermute wirklich, dass das kommen wird. Also so lasch, wie das jetzt gestaltet ist, ach, es ist ja immer wieder mein Denken, dass wir es immer mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu tun haben, mit Milliarden in Nein, Digitalisierung. es ist auf jeden Fall, es ist ein Damit die Unternehmen so ein bisschen wachsen können, ob das dann tatsächlich realisiert wird, spielt zum Schluss gar keine Rolle mehr. Das haben wir doch jetzt auch gesehen bei der App, Corona-App, wo es genauso wieder ploppt, tatsächlich Geld Das muss man sich mal vorstellen. Bei der Corona-App eben 86 Millionen praktisch für eben Unsinn. Also die sind stolz auf ihre 19 Millionen Downloads, aber von den 19 Millionen sind vielleicht 1 Million, die es wirklich benutzen, oder vielleicht sind es 5 Millionen. Und die ärgern sich dann darüber, dass es eben nicht funktioniert. Da gibt es ja inzwischen genug Berichte, dass das eben, auch wenn man irgend so eine Warnung bekommt, eben das eigentlich einem nichts hilft, weil nämlich die Kontaktverfolgung ja völlig zusammengebrochen ist. Ja, und das ist ja nichts von uns Erdachte, sondern da gibt es ja schon beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen genug Berichte darüber. Da habe ich es ja auch überhaupt gehört. Ich bin doch jetzt nicht jemand, der da genau nachforscht. Aber was interessant ist, ist genau dieselbe Verfahrensweise. Man gibt Aufträge, man buttert ganz viel Geld rein und dann entsteht daraus aber zum Schluss so ein kleines Nichts, wo man dann versucht, stolz zu sein, aber was einfach nicht klappt. Ich meine, bei der Corona-App, um es mal gesagt zu haben, weil ich will gar nicht so viel darüber sprechen, es ist ja eine sinnvolle Idee, eine Sache eigentlich. Aber wenn ich das nur mit den neuesten Handys benutzen kann, dann stelle ich mir doch grundsätzlich mal die Idee dahinter in Frage, hat man das eigentlich verstanden, als man die Corona-App-Idee hatte, was der Sinn dahinter ist? Denn wenn ich nur die wenigen Menschen mit dem super neuen Handy anspreche, da habe ich doch eigentlich nichts gekonnt. Das ist zum einen. Zum Gut. Zweiten gibt es so viele Beispiele, wo erfolgreiche Apps weltweit, wo es funktioniert, da stellt man sich die Frage, wieso kann man das denn hier nicht? Ne? Also das ist ja so eine zweite Sache. Na, es ist gut bei IT-Projekten ja grundsätzlich immer so, dass man am Anfang einen Riesenbatzen aufbaut, was alles eben realisiert werden soll, und dass dann im Zuge der Realisierung das immer kleiner wird, und dann bleibt nachher irgendwie so ein kleiner Winzling übrig, der eben ja auch noch Fehler hat. Und genau das werden wir bei der EPA jetzt natürlich auch haben. Nur Ich sind glaube da auch, dass die, da sind es eben nicht 86 Millionen, sondern da sind es Milliarden, die da reingehen. Und eigentlich auf Kosten der Versicherten. Es kann auf jeden Fall nicht billiger sein als die Gesundheitskarte. Und die hat ja schon 6 Milliarden gekostet und ist ja nun eigentlich nur ein Stück Plastik mit nichts drauf außer ein Foto. Also. Naja, es ist ein Stück Plastik mit einem Foto, mit ein paar wenigen Daten, also wirklich sehr wenig.
als Optionen. Und Optionen, jawohl. Okay. Möglichkeiten, die man da vielleicht irgendwann einbauen könnte, aber wo immer noch alles offen ist und wo nichts weitergeht. Wenn du jetzt kurz und knapp mal die Kritikpunkte nennst, dass wir die Punkte einfach nochmal aufzählen. Der erste, wenn die EPA existiert, sind die Daten futsch. Das Löschen funktioniert wahrscheinlich nicht, weil ich eben Jahre warten muss wegen der Löschfristen. Ich selber kann auf meine Daten nicht zugreifen. Ich muss immer den Arzt bitten. Es sei denn, im Jahr 2022 habe ich ein Smartphone oder Tablet und spiele gern damit rum. Dann kann ich da irgendwie zugreifen. Weil wie das genau dann der Zugriff funktioniert, das weiß ja auch noch keiner, weil das nicht spezifiziert ist. Nur man soll dann zugreifen können. Ja. Vielleicht kann auch erst auch 23 kommen oder 24. Das heißt, man hängt dann eben auch in der Luft und hat seine Daten aber schon abgegeben. Dann die Frage mit den Papierakten. Also wenn es keine Papierakten gibt, was passiert bei Stromausfall? Kann ich dann im Krankenhaus nicht behandelt werden? Dann dieser Begriff technische Zugriffsfreigabe, dass ich also mit einem Klick meine Einwilligung geben soll, was das Gegenteil von umfassend informiert, präzise und sonst was ist, was die Datenschutzgrundverordnung fordert. Die Gefahr eben, dass ich den Schlüssel selbst nicht habe und eben nicht weiß, was der Schlüsselbesitzer alles damit macht, also an welche Ärzte, Forschungseinrichtungen oder staatliche Behörden der weitergegeben wird. Das heißt, das, was wir mal gesagt haben, Datenhoheit des einzelnen Bürgers, das ist ja ein Grundanliegen der Datenschutzgrundverordnung, die wird einfach eben hinweggefegt. Also der Versicherte ist kein mündiger Bürger, der kann eben nicht sagen ja oder nein, sondern er wird eben da in die Richtung gezwungen und irgendwann wird er einwilligen. Es gibt jetzt auch Informationsveranstaltungen dazu, dass wir das mal kurz nennen, weil das begegnet einem ja schon. Infoveranstaltungen natürlich online, also als Online-Seminar oder als Online-Workshop oder Angebote, wo über die EPA seitens der Krankenkassen informiert wird. Da gibt es dann lustige Begriffe wie Silver Surfer, also die Ü40er, Ü50er, ja. Ü60er. Das soll es ja auch geben. Es wäre ja gut, wenn es das umfassend gäbe. Aber wo ist denn da das Problem? Naja, das Problem ist einfach, dass das Werbeveranstaltungen sind, weil da treten dann Leute von den Krankenkassen auf, die das befürworten und eventuell sogar von der Gematik, die das natürlich aus ganz eigenem wirtschaftlichen Interesse befürworten. Und gut, der Einzelne kann dann Fragen stellen, aber ob die beantwortet werden, ist eben schon die Frage. Das ist ja das Übliche bei so Workshops, da kommen 3-4 Fragen und dann ist die Fragestunde oder die Frageminute zu Ende. Aber gibt es da Erfahrungswerte? Ich meine, kennt jemand, der das gemacht hat? Wir haben von einer Kollegin, die hat auch auf einer, war auch für Senioren die Veranstaltung und sie hat Fragen gestellt. Das war im Chat eben dann nur schriftlich möglich und genau ihre Fragen wurden nicht beantwortet. Sie hat dann hinterher versucht, telefonisch Auskunft zu kriegen und wurde von Hinz zu Kunz immer weitergeschickt und hat praktisch keine Antworten gekriegt. Also nachher war die Aussage, das ist noch gar nicht zu beantworten, weil wir wissen es selber noch nicht. Dann dürfte man natürlich auch nicht mit dem Projekt starten. Und dann wäre eben das ganze Patientendatenschutzgesetz eigentlich eben ein Witz. Also eben zu sagen, ab 01.01.2021 soll das laufen. Das geht dann nicht, wenn es nicht programmiert ist. Ich vermute sowieso, dass das nicht klappen wird. Wahrscheinlich schon wegen Corona wird es dort auch alles nach hinten rutschen. Das ist zu vermuten. Wir bleiben aber dran, Rainer. Also wir müssen mal wirklich darauf achten, was kommt jetzt an Infos von Ärzten? Welche Zettel werden mir gereicht beim Arzt? Man kann auch den eigenen Arzt mal fragen, ob da vielleicht sowas kommt zu EPA. Und wachsam sein, was für Briefe kommen einem jetzt geflogen von den Krankenkassen und welche Formulierungen. Und da würden wir uns freuen, wenn Sie jetzt schon was bekommen haben. Dann können Sie das natürlich uns mal schicken, Ihre Schwärzennummern, die Schwärzenadresse, die Schwärzen, alle relevanten Daten, machen mal so ein Foto und schicken uns das mal bei der APSA. Da würden wir uns ja freuen, wenn wir sowas bekommen. Dann können wir auch mal zusammen
allein so einen Brief anschauen, ja? Ja. Also auf jeden Fall gibt es bald wieder mehr Infos dazu und nächstes Mal entweder zu diesem oder zu einem weiteren interessanten Thema. Das ist unser Format hier, Corona-konform, werden wir uns öfter sehen im Interview. Ich danke dir, Rainer, sehr für deine Informationen und man kann ja die Infos auch online erlesen. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch. Und dann kommen bis wir mal zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.